Schönen guten Tag von meiner Seite. Ich möchte Sie zunächst darüber informieren, dass bis zum Parteitag in Erfurt wir beide mit vollem Einsatz als Parteivorsitzende tätig sein werden und da all unsere Leidenschaften reingeht. Aber wir haben in der Tat am Freitag und am Samstag jeweils abgestimmt, die Partei als Erste darüber informiert, dass wir auf dem kommenden Parteitag nicht erneut als Parteivorsitzende antreten werden. Das war eine abgestimmte und auch jeweils sehr auch persönliche Entscheidung. Diese Entscheidung habe ich aus Respekt vor der innerparteilichen Demokratie, vor der Satzung getroffen. Unsere Regeln sehen vor, dass jedes Amt ein Amt auf Zeit ist, und es ist auch gut so. Und deswegen ist es jetzt auch an der Zeit, dass das Projekt einer gesamtdeutschen, modernen sozialistischen Partei auf neue Schultern verteilt wird. Und natürlich, wenn man so eine Entscheidung bekannt gibt, zieht man auch Bilanz, fragt sich, wo steht die Partei? Dort, wo sie stehen, da haben ganz viele mitgewirkt, auch eben wir als Vorsitzende. Als wir Parteivorsitzende wurden, bestand Die Linke faktisch aus zwei Parteien, die irgendwie zusammengeklammert waren. Und es ist in den letzten Jahren gelungen, dass Die Linke sich aus sich heraus weiterentwickelt zu einer gesamtdeutschen Partei, die auch gesellschaftlich anerkannt ist. Ich weiß noch, als ich in die PDS eingetreten bin, dann war das die Entscheidung sozusagen für eine Partei, die als Schmuddelkind galt, und ich hörte ständig, ja, bekennt euch doch erstmal zum Kapitalismus, macht Schluss mit eurer klaren Friedenspolitik, dann können wir mit euch reden. All das haben wir nicht gemacht. Ohne Kniefall vom Kapitalismus, ohne Kniefall vom Militarismus sind wir als Linke heute eine anerkannte gesellschaftliche Kraft, die aus der politischen Landschaft nicht mehr wegzudenken ist. Davon zeugt, dass wir im Gespräch sind mit kritischen Köpfen, Gewerkschaften, Kirchen, sozialen Bewegungen. Davon zeugt aber auch der erste linke Ministerpräsident in Thüringen. Davon zeugt, dass wir jetzt in Bremen auch in einem westdeutschen Bundesland mitregieren und hier in Berlin ein großartiges Projekt wie den Mietendeckel durchgesetzt haben und auch einen der beliebtesten Landespolitiker stellen. Zur Bilanz von über 8 Jahren Parteivorsitz gehört auch, dass wir Zukunftsthemen wie Digitalisierung, Klimaschutz, Feminismus in der Partei stärker gemacht haben. Und das immer ganz eng verbunden haben mit den großen Auseinandersetzungen, den großen sozialen Kämpfen. Und im Sozialen sind verschiedene Forderungen, für die auch ich persönlich mich sehr stark eingesetzt habe, wie Sanktionsfreiheit, Kindergrundsicherung, Kampf gegen Stress, inzwischen in der Gesellschaft breit anerkannt, haben ganz viel Zuspruch in der Bevölkerung. Jetzt brauchen wir bloß noch Mehrheiten, damit die auch real umgesetzt werden und Gesetzeskraft bekommen. Zu unserer Bilanz gehört der Ausbau der Kampagnenfähigkeit und, was uns beiden sehr wichtig war, dass man als sozialistische Partei das Verbindende in den Mittelpunkt stellt, nicht das Trennende. Wir konnten in den letzten Monaten gut beobachten, dass, wenn eine Partei eher das Verbindende in den Mittelpunkt stellt, wir noch besser in der Lage sind, wirklich Themen zu setzen, an denen sich dann die anderen abarbeiten müssen. Ich sage nur als Beispiel die 4-Tage-Woche. Ja, 8 Jahre, das war bisher eine schöne und sehr bewegte Zeit, in der wir beide auch sehr vertrauensvoll miteinander zusammengearbeitet haben. Und natürlich gehört auch zu einer Bilanz ein Ausblick. Was jetzt ansteht, ist, dass das bisher auch in der Parteientwicklung erreichte, dass wir das weiterentwickeln, dass man darauf aufbaut. Ich finde, angesichts des großen Zuspruchs unserer Inhalte hat Die Linke das Potenzial, sich dauerhaft im zweistelligen Bereich zu verankern. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, dass die vielen sozusagen guten Forderungen von uns auch durchgesetzt werden. Also man schreibt uns ja zu, dass wir den Finger in die Wunde legen, das ist gut, aber ich denke, für die Zukunft muss noch mehr gelten, müssen die Leute mit uns verbinden, dass wir nicht nur meckern, sondern dass wir auch wirklich machen und die Dinge umsetzen. Deswegen sage ich ganz klar, was jetzt auch ansteht, ist, den Gestus von regierenden Bewegungen, rebellischen Regieren, auch im Bund zu wagen. Nicht als Selbstzweck, sondern weil die grundlegenden Krisen unserer Zeit wie Klimakrise, Rechtsruck, militärische Eskalation und soziale Spaltung einfach einen grundlegenden Politikwechsel erfordern. Und den wird es nur mit einer starken Linken geben. Soweit zum Ausblick. Ja, ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen. Ich habe ja nahezu zeitgleich und abgesprochen auch die Erklärung abgegeben, nicht mehr beim kommenden Parteitag als Vorsitzender anzutreten. Mir geht es genauso. Ich bin keinesfalls irgendwie amtsmüde und
bin auch gar nicht gezwungen worden, von der Partei jetzt aufzuhören, sondern es hat viel mit persönlicher Lebensplanung zu tun, hat aber auch viel damit zu tun, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen ist für einen Stabwechsel. Und wir können in der Tat stolz darauf sein, was wir in den letzten 8 Jahren mit aufgebaut haben. Sie wissen ja alle, dass ich vorher Gewerkschafter war, linker Gewerkschafter, viele Streiks und Auseinandersetzungen angeführt habe und dass die Gründung der WASG, an der ich beteiligt war, und dann auch der Linken sehr viel damit zusammenhing, dass Anfang des Jahrtausends die Gewerkschaften mit dem Rücken an der Wand standen. Sie wurden demontiert, sie hatten ihren politischen Arm verloren mit der SPD. Und für mich war eine starke Motivation, diese Linke zu bilden, damit die Gewerkschaften, die Interessensvertretung der Lohnabhängigen wieder einen politischen Arm in dieser Gesellschaft bekommen, damit es aufhört mit Lohnsenkungen, mit Angriffen auf die Tarifverträge, damit es eine Partei gibt, die die soziale Frage glaubwürdig in den Mittelpunkt stellt. Ich glaube, das ist uns gelungen. Seit es die Linke gibt, müssen auch die anderen Parteien wieder über soziale Gerechtigkeit reden, etwas, das sie vorher schon gar nicht mehr buchstabieren konnten. Ich glaube, dass diese historische Bedeutung der Linken nochmal heute gewürdigt werden muss, aber natürlich sind wir noch lange nicht am Ende, um einen wirklichen Politikwechsel herbeizuführen. Wir haben die Partei in einer hochriskanten Situation übernommen, wo die Vereinigung von WASG und PDS doch deutliche Spuren bei allen Beteiligten hinterlassen hat. Manche haben schon vor der Spaltung geredet und es stand die Aufgabe an, die Partei stärker zu einen, jegliche Spaltungsprozesse zu verhindern und insbesondere dafür zu sorgen, dass wir eine gesamtdeutsche linke neue Partei geworden sind. Es war ja nicht so, dass wir einfach nur eine Vereinigung von WASG und PDS wollten, sondern wir wollten von Anfang an eine neue linke Partei aufbauen. Heute sind rund 75-80% unserer Mitglieder niemals in der WASG oder in der PDS gewesen, sondern sind in die Linke eingetreten. Wir haben es geschafft, Fuß zu fassen in den westdeutschen Ländern, wo es ja vorher doch, ich meine, das wissen ja alle, 20-70% der Mitglieder waren bei der Vereinigung im Osten. Es war klar, wir haben nur eine Chance als gesamtdeutsche linke Partei und ich glaube, unser Verdienst war, diese gesamtdeutsche Partei aufzubauen. Es war auch klar, dass wir neue Gruppen und neue Milieus gewinnen müssen, obwohl ich von der Milieudebatte ehrlich gesagt überhaupt nichts halte, aber dass wir einen riesen Zulauf bekommen haben die letzten Jahre, von jungen Leuten, hat natürlich viel mit der Neuausrichtung der linken Partei zu tun. Wir haben heute, sind wir im Westen die jüngste Partei. Das hätte, glaube ich, damals niemand geglaubt. Wir sind in vielen Städten wirklich ein Faktor im zweistelligen Bereich. Und wir haben uns als linke Partei fest im Parteiensystem etabliert, ohne unseren Charakter als Partei deutlich links von der SPD in irgendeiner Form aufzugeben oder opportunistisch zu werden. Wir konnten in der Tat neue Themen setzen und vor allen Dingen konnten wir unser konzeptionelles Profil schärfen. Also wir waren ja als Partei bekannt, die immer gut sagen kann, was sie nicht will. Ich glaube, in unserer Zeit fiel die Herausarbeitung von Konzepten, die sehr viel deutlicher machen, was wir eigentlich wollen. Wir haben ein ausgefeiltes Rentenkonzept gemacht, wir haben ein ausgefeiltes Steuerkonzept, ein ausgefeiltes Konzept zur solidarischen Gesundheitsversorgung, zur Entwicklung und Ausbau des Sozialstaates und letzten Endes auch zum Klimaschutz. Ich glaube, das ist ein wichtiger Prozess für die Linke, dass sie sagen kann, wir kämpfen für was,
für eine gerechtere Gesellschaft, und wir können auch definieren, worin diese Gerechtigkeit bestehen soll. Es war sicher ein ganz mühsamer Prozess, in dem sehr viele Zukunftskongresse organisiert werden mussten, sehr viele Foren, sehr viele Diskussionsprozesse, die ja da dahinter stehen, um sowas breit in der Partei zu verankern. Und auf was ich besonders stolz bin, dass wir doch geschafft haben, eine Mitgliederpartei aufzubauen. Als wir angefangen hatten, 2012, hatte die Partei gerade 15.000 Mitglieder verloren. Und es war völlig klar, dass wir diesen Mitgliederrückgang stoppen mussten und attraktiv werden mussten für neue Leute. Und wir haben damals viele neue Formen eingeführt, als erstes ein Papier vorgelegt, verankern, verbreiten, verbinden, quasi ein Konzept einer verbindenden Partei, die kampagnefähiger ist, die Strukturen hat, die die Leute zum Mitmachen einladen. Unsere erste Aktion war ja eine Zuhöroffensive praktisch zu starten bei den Mitgliedern. Ich bin selber, glaube ich, viel in den ostdeutschen Landesverbänden rumgefahren, die mich ja alle nicht erkannten damals. Ich glaube, das war eine ganz wichtige Geschichte, dass die Leute, die Menschen bei uns spüren mussten, wir sind eine Führung, die nicht nur zusammenarbeitet, sondern die auch zuhört und es aufnimmt, was an Interessen und Bedürfnissen da ist. Wir haben mit den Pflege-Mieten-Kampagnen, Kampagnen gegen Rassismus, für höhere Löhne, gegen prekäre Arbeit, die Partei kampagnefähig gemacht. Sie ist heute verankerter in den Stadtteilen, in den Gewerkschaften, in den sozialen und politischen Bewegungen. Ein ganz wichtiger Schritt für die Partei, der auch für die Zukunft große Bedeutung hat. Und wir hatten jetzt gemerkt, dass sehr viele Mitglieder genau das als ihre Partei ansehen. Eine Partei, die nicht irgendwie populistisch ist, sondern die lebt von den vielen, vielen Mitgliedern, Basisgruppen und getragen wird von dem Zusammenspiel von außerparlamentarischer Aktivität und parlamentarischer Aktivität, was für uns kein Gegensatz ist, sondern eng zusammengehört. Damit ist die Partei gut aufgestellt für die weiteren Herausforderungen, die ja kommen. Mir ist besonders wichtig, da gehe ich nochmal aber beim Leitantrag darauf ein, dass heute verschiedene Krisen sich verschränken, die soziale Krise, die wirtschaftliche Krise, aber auch die Klimakrise und auch eine Hegemonialkrise, kann man sagen, die Kriegsgefahr verschärft, und dass wir eine Antwort auf diese Krisen finden müssen. Und diese Antwort kann nur sein, dass wir einen wirklichen sozial-ökologischen Systemwechsel vorantreiben, in dem die Frage des Klimaschutzes und der sozialen Gerechtigkeit gleichermaßen bearbeitet wird, in ein gesellschaftliches Projekt einfließt. Ich glaube damit, die Linke ist die einzige Partei, die das glaubwürdig leisten kann. Und da sollten wir alle Kraft darauf verwenden, das auch tatsächlich zu tun. Letzter Punkt, natürlich fragen Sie nachher alle, wie es weitergeht, auch personell. Aber wir haben doch die Chance, auch mit dem, wie wir jetzt nach den 8 Jahren die Satzung ernst genommen haben, unserer Partei einen geordneten Übergang herbeizuführen, was in dieser Partei ja auch nicht ganz selbstverständlich ist. Ja, dann finde ich, glaube ich, gleich die Überleitung zu unserem Leitantrag. Wir haben ja noch die Aufgabe, einen Leitantrag dem kommenden Parteitag vorzulegen. Dieser Aufgabe sind wir auch nachgekommen. Am Wochenende hat der Parteivorstand mit lediglich 2 Gegenstimmen und 2 Enthaltungen diesen Leitantrag verabschiedet, auf was wir wirklich stolz sind. Dieser Leitantrag beinhaltet das, was ich schon ein bisschen angedeutet habe. Er bringt nochmal auf den Punkt, worin gerade die Herausforderungen, die gesellschaftlichen Herausforderungen bestehen, dass sich verschiedene Krisen in der Tat verschränken, dass die Krisen auch durch die Corona-Krise verstärkt wurden und es auf keinen Fall weiter so in der Politik geben kann. Wir wissen natürlich auch, dass dieser Parteitag praktisch ein Eröffnungsparteitag ist im Vorfeld der Bundestagswahl.
im nächsten Jahr, wo bekanntlich ja auch eine andere Ära, nicht nur die bei den Linken, zu Ende geht, sondern eben auch die Ära Angela Merkel, und dass wir für einen grundlegenden Richtungswechsel in der Politik mit aller Entschiedenheit kämpfen werden. Wir wollen natürlich durchsetzen, dass es nicht nur kein Weiter-so gibt, sondern dass es einen grundlegenden Politikwechsel gibt. Und da haben wir die Anforderungen formuliert, das, was ich angedeutet habe, nämlich unser Weg aus der Krise heißt der soziale und ökologische Systemwechsel, praktisch unser linker Green New Deal. Dort formulieren wir nochmal, und dem ist auch der Parteivorstand gefolgt, ich bin auch überzeugt, dass es einem großen Bedürfnis in unserer eigenen Partei entspricht, dass wir in der Tat unser soziales Profil schärfen, für einen Ausbau des Sozialstaats stehen, für ein Zurückdrängen prekärer Arbeitsverhältnisse, eine Neuregulierung der Arbeitsverhältnisse. Gerade Katja Kipping hat ja die Idee quasi der Vier-Tage-Woche nochmal prominent gemacht. Im Mittelpunkt steht in der Tat eine Verkürzung der Arbeitszeit, für viele, die aber jetzt unterbeschäftigt sind, auch eine Möglichkeit, ihre Arbeitszeit zu verlängern. Und es wird gekoppelt bei uns mit Lohnausgleich, aber auch mit Wahlarbeitszeitsmöglichkeiten. Wir sehen uns in einer Gesellschaft, wo sich viel mehr die Arbeit um das Leben drehen kann, als das ganze Leben sich der Arbeit unterordnen muss. Insofern verbinden wir eine Regulierung der Arbeit auch mit einer Zukunftsvision, einer Umverteilung von Arbeitszeit und damit einer Erweiterung der Lebensmöglichkeiten, Arbeiten und Leben zusammenzubringen. Und wie gesagt, wir verbinden die Schärfung des Profils der sozialen Gerechtigkeit mit einem radikalen Klimaschutz. Die Linke sagt nicht Klimaschutz, aber sozial gerecht, sondern sie sagt, es wird keinen erfolgreichen Klimaschutz geben ohne soziale Gerechtigkeit, und es wird keine soziale Gerechtigkeit geben ohne radikalen Klimaschutz. Das gehört für uns zusammen, und da gehen wir weiter wie alle Parteien. Wir sagen, wir wollen einen radikalen sozial-ökologischen Umbau der Wirtschaft. Das heißt, wir müssen das Ziel einer emissionsfreien Wirtschaft anstreben, mit gut regulierten Arbeitsbedingungen. Wir definieren Wohlstand anders. Wir sagen, Wohlstand besteht nicht darin, immer noch mehr das Bruttosozialprodukt zu steigern, sondern insbesondere das Öffentliche auszudehnen, mehr Investitionen in Bildung, Erziehung, Gesundheit. Wir haben jetzt gesehen, wie wichtig ein gut funktionierendes Gesundheitssystem ist. Wir wollen eine Mobilitätswende. Im Zentrum jedes wirtschaftlichen Umbaus steht absolut die Automobilindustrie bei uns, an der alle anderen Industriezweige dranhängen. Und ein Umbau heißt eben, wir brauchen eine nachhaltige Mobilitätsindustrie, die Mobilität für alle sichert, aber das nicht nur ans Auto gebunden ist oder nicht in erster Linie, sondern Aufbau des öffentlichen Nahverkehrs, fußgängerfreundliche Städte, fahrradfreundliche Städte. Und wir sagen, wir wollen die Arbeitsplätze und das Klima schützen. Das geht aber nicht mit einem Weiter-so von SUVs zu produzieren und hoch-PSige Premium-Autos, sondern geht nur mit einem Umbau der Industrie zu einer nachhaltigen Mobilitätsindustrie. Das steht im Zentrum, und wir bestärken auch mit dem Leitantrag den Ansatz der Parteientwicklung, den wir auf den Weg gebracht haben. Von meiner Seite zum Leitantrag einige wenige Worte. Die aktuellen Herausforderungen erfordern mehr denn je eine radikale Realpolitik, die auch an die Wurzeln der Probleme geht. Das bedeutet zum Beispiel ein sozial-ökologischer Systemwechsel. Dafür wollen und werden wir in der Gesellschaft Brücken bauen, und dafür schmieden wir auch Allianzen des Gemeinsamen. Global kann man sagen, wir leben in Zeiten der wachsenden globalen Auseinandersetzung, und in diesen Zeiten braucht es mehr denn je konsequente Friedenspolitik. Eine Außenpolitik, die auf Kooperation und Abrüstung setzt. Und wir als Linke verstehen uns als Partei des Völkerrechts, die auf einen solidarischen Multilateralismus setzt.
In einer Welt, die zunehmend mehr durcheinander gerät, ist es jetzt an der Zeit, Europa demokratisch zu gestalten. Und das Signal dieses Leitantrages, Bernd Rixinger hat ganz viel von den Inhalten vorgestellt, ist, glaube ich, wir setzen couragiert und selbstbewusst auf unsere Inhalte. Wir sagen auch, die Linke ist als einzige Partei die Garantie dafür, dass die Union nach Merkel in die Opposition geschickt wird. Und ich bin zuversichtlich, dass wir mit diesem Leitantrag und mit weiteren Entscheidungen auf dem Bundesparteitag in Erfurt ein Zeichen setzen für einen Aufbruch. Nach dem Motto, jetzt volle Kraft voraus für Abrüstung und Entspannungspolitik, für soziale Sicherheit für alle und für konsequenten Klimaschutz. Wir wollen dieses Land verändern, um die soziale Spaltung zu überwinden, um Abrüstung voranzubringen, gute Arbeit für alle zu garantieren, alle garantiert vor Armut zu schützen und um mit Klimaschutz dafür zu sorgen, dass wir eine Zukunft auf diesem Planeten haben. Dafür kämpfen wir als Linke und dafür sind wir auch bereit, Verantwortung zu übernehmen. Soweit zum Leitantrag. Aus aktuellem Anlass noch eine Einschätzung zu der Demonstration am Samstag. Was wir dort erlebt haben, ist eine ultrarechte Mobilisierung. Diese ultrarechte Mobilisierung und die ultrarechten Kräfte, die dort ganz stark dorthin mobilisiert haben, waren von den Organisatoren der Demo willkommen. Und von jenen, die mitgelaufen sind, waren sie zumindest geduldet. Und ich sage nochmal, all jene, die dort mitgelaufen sind, müssen wissen, mit wem sie sich da gemein machen. Ich habe auch Bilder gesehen von der Demonstration, dass Menschen, die sich eher als Impfgegner verstehen, rumgelaufen sind oder Leute sich als Pippi Langstrumpf verkleidet haben. Ich kann nur sagen, dass Astrid Lindgren würde sich im Grabe umdrehen bei der Vorstellung, dass Pippi Langstrumpf hinter ultrarechten, straff organisierten Truppenteilen hinterherläuft. Und wenn wir jetzt mal analysieren, was sind dort die treibenden Kräfte darin, das meine ich ausdrücklich nicht auf alle Teilnehmenden, aber die treibenden Kräfte dahinter, da muss man sagen, es gibt eine neue Strukturierung innerhalb der rechtsextremen Szene hierzulande und da schält sich was heraus und zwar eine Art Mix aus Tea Party und sozusagen neofaschistischen Herangehen. Das ist sozusagen, was sie verbindet, ist eine aggressive Demokratieverachtung. Und deswegen will ich schon auch nochmal an die Adresse all jener sagen, die meinen, sie wären doch nur ein Hippie oder sie wären doch nur Impfgegner und würden deswegen dort mitlaufen. Wenn diese Kräfte, die dort organisiert die Demo demonstrieren, jemals an die Macht kommen, dann wäre sozusagen der Impfzwang das geringste Problem, was den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit der Menschen hierzulande anbelangt. Also deswegen, jeder, der zu solchen Demos geht, muss wissen und seit diesem Wochenende kann niemand mehr behaupten, er weiß es nicht, mit welchen ultrarechten Kräften er sich da gemein macht. Ja, ich will abschließen mit dem Thema Weltfriedenstag im Vorfeld des 1. September, wo wir natürlich als Linke zu den ganzen Aktionen der Friedensbewegung mit aufrufen. Wir sind die Friedenspartei im Deutschen Bundestag und wir sind an der Seite der Friedensbewegung und kämpfen dort für Frieden und Abrüstung. Aber aus aktuellem Anlass hat dieser Tag natürlich eine besondere Bedeutung, dass wir vor dem Weltfriedenstag an Kriegsandrohungen haben zwischen der Türkei und Griechenland, sollte uns in hohem Maße beunruhigen. Es geht um einen Gasstreit, also um den Zugang zu Gasreserven, aber es werden jetzt auf einmal von der Türkei Ansprüche erhoben auf Inseln, wo lange Zeit der Nachkriegsordnung oder noch davor zurückgegriffen wird. Wir müssen uns mal überlegen, dass sich hier zwei NATO-Partner gegenüberstehen. Das sagt viel über den Zustand der NATO aus. Also wenn da immer wieder die Linke kritisiert wird, dass wir da eine skeptische Haltung haben, dass zwei NATO-Partner sich mit Krieg bedrohen. Und das ist durchaus gar nicht so völlig ausgeschlossen ist, dass es tatsächlich dazu kommt, dass die aufeinander schießen und sich gegenseitig Inseln streitig machen. Und es rächt sich jetzt der doch immer wieder zaghafte, vorsichtige und manchmal in Watte gepolsterte Umgang auch dieser Bundesregierung mit der Türkei.
Wir haben es dort mit einem gefährlichen, autoritären Diktator zu tun, der auch, um seine innenpolitische Macht abzusichern, sich nicht davor scheut, Kriege zu führen. Das hat man ja schon in Syrien gesehen. Und der auch nicht davor zurückschreckt, mit Griechenland einen bewaffneten Konflikt einzugehen. Und ich glaube, es ist höchste Zeit, dass solchen Leuten in den Arm gefallen wird. Wir haben immer schon gesagt, dass es falsch ist, Waffen in die Türkei zu liefern, dort die Bundeswehr stationiert zu haben, fragwürdige Abkommen über Flüchtlinge zu schließen und Ähnliches. Damit muss doch endgültig Schluss sein. Es muss deutlich gemacht werden von dieser Bundesregierung, dass sie diesen Kurs nicht mitmacht. Es muss darauf gedrängt werden, dass verhandelt wird, dass nicht geschossen wird. Es muss aber auch deutlich gemacht werden, wenn jemand schießt, und ich glaube, dass es am ehesten von der Türkei zu erwarten ist, dort hören wir ja schon sehr martialische Töne, muss auch deutlich gemacht werden, was die Folgen sind. Und man kann nicht einfach so weitermachen mit der deutschen Außenpolitik. Und ich habe das Gefühl, dass der Außenminister dieser Situation nur begrenzt gewachsen ist. Also da würde ich mir doch deutlich andere Worte vorstellen. Wir erleben, dass im Vorfeld des Weltfriedenstages aufgerüstet werden soll. Das 2%-Ziel, das gesteckt wird, würde eine Verdoppelung der Rüstungsausgaben bedeuten in einer Situation, wo wir doch alle Gelder brauchen, um die Gesundheitssysteme in ganz Europa und eigentlich in der ganzen Welt krisenfest zu machen. Wir haben doch gesehen, welche Mängel da sind, dass in dieser Situation jemand sagt, ich will Geld, mehr Geld für Panzer und Tornados und alles Mögliche auszugeben und nicht für die dringend notwendigen Gesundheitssysteme und Sozialsysteme dieser Welt. Dafür habe ich ehrlich gesagt überhaupt kein Verständnis. Das ist unerhört und solchen Leuten muss man wirklich in den Arm fallen. Und wir haben nach wie vor einen US-Präsidenten, der ein unilateralistisches System propagiert und unkalkulierbar ist in seiner ganzen Außenpolitik, Handelskriege vom Zaun bricht, die sehr schnell auch in echte Kriege umschlagen können. Hier wird deutlich, wie wichtig engagierte präventive Friedenspolitik ist. Und Europa muss ein Kontinent sein, der abrüstet, nicht aufrüstet, der präventive Friedenspolitik macht. Und dafür werden wir weiter, nicht nur am 1. September, kämpfen und stehen. Nee, mit der Kürste hinten aber. Frau Kipping-Rixinger, was brauchen denn Ihre Nachfolger für das Amt? Welche Qualifikationen muss man da mitbringen? Ich bin auch zuversichtlich, dass wer immer vom höchsten Souverän bei uns, und das sind die Delegierten des Parteitages, gewählt wird, die notwendigen Fähigkeiten mitbringt. Ich glaube, man braucht einen klaren Kompass für linke Politik, eine hohe Fähigkeit zu integrieren. Ich glaube immer, dass es unser Verdienst war und das müssen alle Vorsitzenden machen. In einer linkspluralistischen Partei muss man das Gemeinsame in den Vordergrund bringen und einen Rahmen schaffen, dass das Kontroverse mit allem Respekt und gegenseitiger Toleranz diskutiert, ausdiskutiert wird und zur Weiterentwicklung der Linken beiträgt. Und vielleicht noch ein Punkt, wir brauchen einen ungebrochenen Optimismus und die Fähigkeit, im Team zu arbeiten. Und ich glaube, darauf können wir auch stolz sein, dass wir die ganzen 8 Jahre sehr kooperativ und kommunikativ zusammengearbeitet haben. Frau Kipping, Sie haben ja sicherlich ganz bewusst gesagt, die 8 Jahre waren bisher eine schöne Zeit. Wenn jetzt alles normal läuft, ist der Rest von dem bisher noch genau 2 Monate, aber wir wissen ja auch alle, dass das unberechenbar ist. Wie bereiten Sie sich denn auf das Szenario vor, dass dieser Parteitag, so wie geplant, mit den Wahlen möglicherweise gar nicht stattfinden kann oder darf? Und wie würden Sie dann geschäftsführend in dieses Wahljahr gehen?
Also wir sind zuversichtlich, dass der Parteitag stattfinden kann. Wir sind, seitdem wir den Parteitag planen, im engen Austausch auch mit den Anforderungen von Seiten von Gesundheitsämtern. Unser Hygienekonzept übertrifft gerade alle Anforderungen, was das anbelangt. Wir haben heute auch noch mal gesprochen, wo man noch mal mehr tun kann für den Infektionsschutz. Wir haben also eine Konsequenz wird wohl sein, dass wir leider, normalerweise in unserem Parteitag ist ja offen, dass viele Gäste kommen können. Wir werden diesmal das sehr strikt begrenzen, wirklich auf die Delegierten und die Teilnehmenden mit beratender Stimme und die Presse. Ansonsten wird es Grußbotschaften per Video geben, damit wir nicht die Zahl von 1000 Anwesenden im Raum entsprechend übertreten. Also insofern, wir tun jetzt alles, um zu ermöglichen, dass dieser Parteitag stattfindet. Fänden Sie es denn als Frau, wenn Ihre Nachfolger eine doppelt weibliche Spitze wäre? Ja, das Problem ist natürlich, in dieser Konstellation würde jede Aussage von mir sofort als eine ganz konkrete Empfehlung für zwei Personen gewertet. Nun habe ich nein, würden Sie nie machen, gäbe es keine über, wenn Sie mir das alle jetzt schriftlich geben. Insofern, das ist ja keine theoretische Diskussion, sondern angesichts dessen, was bisher durchklingt, eine sehr konkrete Sache. Und wir haben natürlich klar gesagt, es ist Teil unserer Führungsverantwortung, sicherzustellen, dass es mindestens zwei gute Kandidatoren gibt. Ich denke, es wird demnächst auch entsprechende Kandidaturen ganz offiziell geben, aber wir werden jetzt nicht mit einer feudalen Geste unsere Nachfolger entsprechend vorschlagen. Ja, also wir sind unserer Verantwortung nachgekommen. Wie gesagt, wenn der Parteitag stattfinden kann, wenn nicht, werden wir es auch hinkriegen. Und wir sind nicht im Feudalismus, wo die Vorgänger die Nachfolger bestimmen, aber wir sind sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Nachfolge bekommen werden. Frau Lehmann. Nachfrage. Wenn Sie sagen, es wird demnächst auch ganz offiziell Kandidaturen geben, was wäre denn für die Partei, wenn man sich eine lange Hängepartie ersparen würde, innerhalb welchen Zeitraum sich die potenziellen Kandidatinnen oder Nachfolgerinnen äußern würden? Naja, also ich glaube, es ist die Phase, wo erstmal verarbeitet wird, dass wir nicht antreten, und ich glaube, dass es dann jetzt nicht mehr so lange dauern wird. Es wird sicher eher eine Sache von einigen Tagen sein als von Wochen. Ich glaube, dass wir ein bisschen, dass wir zufrieden sein können, dass unser Plan aufgegangen ist. Wir haben ja immer gesagt, wir wollen keine ewig lange Führungsdebatte in der Linken, und das zeugt ja auch von einer gewissen Autorität und einem gewissen Respekt, dass wir geschafft haben, dass, bevor wir uns nicht erklärt hatten, es keine solche Debatte gab und sich alle dran gehalten haben. Ich glaube, dass wir es besser gemacht haben wie viele andere Parteien, insbesondere die politisch führende Partei, die ja jetzt doch schon eine monatelange Führungsdiskussion hatte. Die SPD hatte eine monatelange Führungsdiskussion. Wir haben das jetzt begrenzen können. Die wird maximal 2 Monate gehen oder jetzt sogar wahrscheinlich so ein bisschen weniger. Und ich finde, das schmückt uns. Ja, vielen Dank. Ich sehe keine weiteren Fragen. Vielen Dank fürs Kommen. Tschüss. Tschüss.